Ein weiteres Thema, dem sich Sarah Wagenknecht jetzt widmet, ist das Thema Nahostkonflikt. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Israel führt da einen ziemlich brutalen Krieg in Gaza und das BSW fordert entsprechend einen Waffenlieferungsstopp an Israel. Und ja, wir schauen uns jetzt an, wie Wagenknecht das genauer begründet. Sagen, das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Wir werden diese Woche einen Antrag einbringen, ein Waffenembargo gegen Israel zu verhängen, weil wir entsetzt sind darüber, was dort geschieht. Und man muss sehr deutlich sagen, jetzt ist der schreckliche Anschlag der Hamas, ist ein halbes Jahr her, das legitime Recht Israels zur Selbstverteidigung, das niemand in Frage stellt, rechtfertigt auf keinen Fall das, was wir dort jetzt seit Monaten erleben. Das ist ein Rachefeldzug geprägt von Kriegsverbrechen. Wir haben inzwischen über 33.000 Tote im Gazastreifen. Ein Großteil davon sind Frauen und Kinder. Und wir sind fest überzeugt, Deutschland macht sich mitschuldig, alle Länder machen sich mitschuldig, die in dieser Situation weiterhin Israel Waffen liefern. Nicaragua verklagt Deutschland deshalb oder beschuldigt Deutschland vor dem Internationalen Gerichtshof der Beihilfe zum Völkermord im Gazastreifen. Das Verfahren läuft und wir sind fest überzeugt, Deutschland sollte und darf sich hier nicht weiterhin zum Mittäter machen. Wir müssen hier deutlich unterscheiden zwischen dem Selbstverteidigungsrecht Israels und einer Kriegsführung einer sehr rechten israelischen Regierung, deren Verteidigungsminister ja direkt am Anfang des Krieges gesagt hat, wir kämpfen gegen menschliche Tiere. Das heißt, hier wird auch ganz bewusst ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt, ein verbrecherischer Krieg gegen die Zivilbevölkerung, der so in seinen Opferzahlen wirklich durch nichts zu rechtfertigen ist. Jetzt ist die Gefahr einer Bodenoffensive auf Rafah. Netanyahu hat das angekündigt und das da. Ja, was die israelischen Kriegsverbrechen und die Bodenoffensive auf Rafah noch interessanter macht, ist, dass Israel im Norden des Gazastreifens die Verteilung von Nahrungsmitteln. Also man hat der UN-Organisation für Palästina verboten, im Norden des Gazastreifens Nahrungsmittel zu verteilen. Das hat ein sehr einfaches Ziel, man will die Palästinenser gen Süden treiben. Das hat Michael Lüders übrigens in seinem neuen Video zu dem Krieg in Gaza gesagt, wo er auf die israelischen Kriegsziele eingeht und auch die israelische Kriegsführung genauer beschreibt. Also Israel verwendet, um Kriegsziele auszuwählen, KI-Tools, die dann sagen, hier, dieser eine Typ hier, der hat was mit der Hamas zu tun, bombardiert den mal. Und da werden in Windeseile sehr, sehr viele Ziele, sehr, sehr viele Ziele lokalisiert, die das israelische Militär bombardieren lässt. Und alleine dieses KI-Tool hat von sich aus schon eine Fehlerquote von schätzungsweise 10%. Und wenn man so ein Ziel ausmacht, dann bombardiert Israel da nicht militärische Ziele, sondern Israel bombardiert die Hamas-Kämpfer in ihren Wohnungen. Also da wird da vielleicht ein Hamas-Kämpfer getötet, aber Dutzende Zivilisten, die drumherum wohnen, die werden auch getötet. Also das ist schon eine, ja, sehr brutale Kriegsführung. Kai Amboss hatte jüngst eine Zahl genannt, die ich wirklich erschreckend fand. Bei einem israelischen Angriff in Gaza sterben durchschnittlich 54 Zivilisten. Zum Vergleich, bei den US-Angriffen in Raqqa, also wo die USA auch eine vom Islamischen Staat kontrollierte Großstadt bombardiert haben, sind bei jedem Angriff durchschnittlich 1,7 Zivilisten gestorben. Also Israel geht da wirklich mit äußerster Brutalität gegen die Zivilbevölkerung vor. Datum ist noch offen. Wir finden, dass Deutschland alles nutzen muss an diplomatischen Möglichkeiten, die wir haben, an Kontakt, auch an Einflussmöglichkeiten, um das zu verhindern, um noch mehr Opfer zu verhindern. Ein drittes Thema, das uns wichtig ist, ist Ja, das war jetzt Krieg in Gaza. Wie gesagt, das BSW fordert ein Waffenembargo. Das ist das Mindeste, was man in so einer Situation fordern sollte. Die Bundesregierung soll definitiv alle diplomatischen Mittel nutzen, um Druck auf Israel auszuüben. Israel kann im Gazastreifen nur so brutal vorgehen, weil der Westen dieses Vorgehen deckt, weil der Waffen Geld und weil der Westen Geld und Waffen liefert. Wenn der Westen sagen würde, hört auf damit, das geht zu weit, dann würde Israel nicht mehr so handeln. Aber die westlichen Staaten, die erlauben dieses Vorgehen, da Israel halt der treueste westliche Verbündete in der Region ist und Israel wirklich alles darf. Also erinnert euch mal an den Syrienkrieg. Im Syrienkrieg, wenn die Assad-Regierung da meine Stadt belagert hat und die Stadt von Nahrungsmitteln und Wasser abgeschnitten hat, dann war das ein Beleg für die unglaubliche Brutalität Assads. Oder wenn Islamisten dann in dieser Stadt, beispielsweise in Aleppo, Zivilisten als Schutzschilde verwendet haben und Assad dann auf diese und dann diese Wohngebiete hat bombardieren lassen.
dann war das jetzt kein Zeichen, dass da böse Islamisten Zivilisten Schutzschilde genommen hätten. Das war in der westlichen Berichterstattung völlig irrelevant. In der westlichen Berichterstattung, da ging es nur darum, Assad bombardiert Zivilisten. Jetzt schaut euch an, wie dieser zehntausendfache Mord an der Zivilbevölkerung in Gaza jetzt von unseren Medien beschrieben wird, als legitime Selbstverteidigung, was völkerrechtlich völliger Schwachsinn ist und was sachlich auch völliger Schwachsinn ist. Also es ist schon sehr interessant, was hier für eine Propaganda gemacht wird. Und es ist gut, dass das BSW sich dem entgegenstellt und ein Waffenembargo gegen Israel fordert. Also wenn der Westen, wenn zumindest die USA so etwas machen würden, dann wäre der Krieg in Gaza vorbei. Israel handelt nur so, weil die Schutzmächte von Israel allen voran natürlich die USA dieses Vorgehen decken.